Gleißende Morgensonne, ein wunderschönes Wetter, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Einen schönen Tag hier mit Alex und mit unserem Let's Play. Wer weiß, was für Abenteuer uns heute noch bevorstehen. Zumindest das nächstgelegene, das weiß ich. Ein ganz kleines, beziehungsweise wir schließen ein Abenteuer ab, eine Quest und sprechen mit Kaldrim, dessen Auftrag wir erfüllt haben. Wir haben für ihn mit Orik gesprochen. Er hatte ja eine Störung in dessen Aura gespürt. Wegen Orik. Hast du herausgefunden, was ihm zugestoßen ist? Hab ich. Wir haben zwei Möglichkeiten. Er hat uns ja berichtet, der Orik, dass er Experimente durchführt mit den Setzlingspflanzen, dass er sie, wenn ich das richtig verstanden habe, auspresst oder irgendwie verwertet, sich daraus einen Trank macht oder irgendetwas anderes, an dem er sich dann labt und das ihm seltsame Kräfte gibt. Er hofft, auf eine nächste Stufe der Evolution zu springen. Irgendetwas, was mir ehrlich gesagt einen Schauder über den Rücken laufen lässt. Zwei Möglichkeiten, entweder wir bespitzeln ihn mal des Nachts oder wir verpetzen ihn Kaldrim und hoffen, dass er uns vielleicht einen Folgeauftrag gibt oder irgendwie uns sagt, ja, dann mach doch, dann stelle ich doch so und so an bei Kaldrim und erzähle ihm dies oder jenes als nächstes. Mal schauen. Ja, sehr gut. Erzähl mir alles. Diese verdammten Idioten vom Hammer-Clan. Wie kann man denken, dass das eine gute Idee wäre? Naja, trotzdem danke für diese Information. Den werde ich mir jetzt vorknöpfen gehen. Oh, war das alles? 200 Splitter erhalten und? Sonst nichts, kein neuer Auftrag, keine XP? Nein, nichts, niente. Das hatte ich mir etwas anders vorgestellt. Schade. Sehr, sehr schade. Egal, aufstehen, Mund abwischen, weitermachen. Wir laufen rauf zu Ragnar. Mit dem müssen wir noch sprechen. Da müssen wir noch eine andere Quest zu Ende bringen. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Ach, wir können da auch springen statt sprinten. Vor allem bin ich dann wieder auf der richtigen Seite unterwegs. Ich war so frustriert. Ich habe ja schon wieder den falschen Weg genommen. Jetzt sind wir aber hier bei Ragnar. So eine schicke grünleuchtende Waffe hätte ich auch gerne. Oh, wir müssen reden. Meine Zeit ist knapp. Worum geht es? Einer meiner Männer sollte sich um eine Streitigkeit zwischen dem Eisen- und dem Hammer-Clan kümmern. Und? Er hat herausgefunden, dass der Eisen-Clan seine Männer gegen meinen Clan aufhetzt. Das ist eine schwere Anschuldigung. Was genau ist vorgefallen? Der Wirt Oran wurde angewiesen, niemanden vom Hammer-Clan mehr zu bewirten. Wenn wir als Berserker überleben wollen, dann müssen wir alle zusammenhalten. Ein solches Verhalten kann ich nicht dulden. Ich werde Angrim einige seiner Zusprüche kürzen. Auch wenn wir als Warlords gleichgestellt sind, so kann er nicht tun und lassen, was er will. Und du solltest aufpassen, dass Angrim niemals rauskriegt, wer dein Mann war, der das rausgefunden hat. Ich werde vorsichtig sein. Oh, das waren wir. Ja. Ja, noch ein kurzes Schwätzchen. Gibt's noch was? Nein. Ja, wir waren es. Das weiß Ragnar aber nicht. Unser Cormac hat unseren Namen für sich behalten. Trotzdem, wir sprechen mal kurz mit Ragnar. Was meine Unterstützung angeht. Na, ich glaube, da ist seitdem wir das letzte Gespräch mit ihm geführt haben, nichts Wesentliches geschehen, wenn jetzt keine neue Option angeboten wird. Aber wir haben ja mittlerweile immer mehr Infos und Quests, um rauszugehen aus der Stadt zu anderen Städten. Mal gucken, ob er uns da wertvolle Infos geben kann. Wie viel Kontakt habt ihr mit den anderen Ländern? Wir wollen so wenig Kontakt wie möglich. Dennoch lässt es sich nicht immer vermeiden. Zumal wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, unsere Weltenherzen auf Magalan zu verbreiten. Da versteht es sich von selbst, dass sich die Wege aller Gemeinschaften kreuzen. Wir haben ja unter anderem von seinem Gefolgsmann von Duras den Auftrag bekommen, in der Mission Zahn um Zahn mit bis zu 5 Verdächtigen zu sprechen, um zu klären, ob die immer noch für den Berserker-Clan tatsächlich tätig sind oder ob sie bei ihren Abenteuern in der großen weiten Welt, sie ziehen raus, sind außerhalb, sind bei anderen Clans untergebracht, treffen vielleicht zwielichtige Gestalten irgendwo der Wildnis, ob sie da innerlich abspenstig geworden sind und mittlerweile ihr eigenes Süppchen kochen. Das heißt, wir brauchen echt mehr Infos
über die Welt da draußen. Bisher seid ihr damit nicht sehr erfolgreich. Richtig, der Widerstand ist groß. Und der Fehlschlag Vox Sarkor steckt uns noch immer in den Knochen. Dabei müssen wir erfolgreich sein. Nur mit Hilfe der Weltenherzen kann diese Welt wieder geheilt werden. Sie hauchen der toten Erde wieder Leben ein. Aber anstatt, dass die anderen Gemeinschaften uns gewähren lassen, machen sie uns das Leben schwer. Wie kommst du darauf? Ich habe schon seit Wochen nichts Gutes von unseren Männern in Abessa oder Tavar gehört. Dabei habe ich ihnen extra eine schlagkräftige Eskorte zur Seite gestellt. Scheinbar war das nicht genug. Vielleicht willst du dich ja dieser Aufgabe annehmen. Da hatten wir ja schon mal einen Auftrag bekommen. Aufbruch zu fernen Ländern. Wir sollten das vor in der Wüste von Tavar aufsuchen und in Abessa. Da wird auch ein Relikt gepflegt. Ersteres liegt im Osten, zweiteres im Norden, ersteres im Süden, ersteres in einer Wüste, zweiteres in einer Landschaft, die mir noch nicht klar ist. Auf jeden Fall Tavar und Abessa. Da müssen wir ohnehin hin und dann können wir doch durchaus noch diese Zusatzaufgabe annehmen. Das sind anscheinend zwei Quests. Vorab aber noch eine Infofrage. Wie kann ich die Weltenherzen finden? Wie gesagt, eines ist in der Wüste von Tavar und eines im Hochland von Abessa. Halt in der Wüste nach einer Oase Ausschau. Um das Weltenherz in Abessa zu finden, halte ich einfach südlich der Kuppelstadt. Das sollten wir doch eigentlich schaffen. Ich sehe mich nach deinen Männern in Tavar und Abessa um. Rüste dich aber vorher gut aus. Eine innere Stimme sagt mir, dass es Ärger geben wird. Gerade die Outlaws sind unberechenbar. Mach dich also auf einiges gefasst. Also bislang haben wir noch fast gar nichts an Ausrüstung. Wir haben echt kaum Rüstung am Leib. Wir haben gerade den Anfängerbogen. Haben ein Beil oder eine Axt, die wir schwingen können. Nämlich diese hier. Nächste Quest, die wir jetzt angehen, wir wollen nach den ausgewachsenen Halbpflanzen Ausschau halten, nehmen aber erstmal ein paar andere mit. Das war ein Auftrag von Born, dem Chef der Setzer. Der hat uns den Auftrag gegeben, dass wir doch bitte schön mal Ausschau halten sollten nach diesen ausgewachsenen Halbpflanzen, die es am See gibt. Zwei hatten wir schon mal gefunden bei einem anderen Ausflug. Sechs brauchen wir noch. Da vorne ist vielleicht eine Möglichkeit. Wir mal ein paar Erfahrungspunkte sammeln könnten. Das Tier ist doch nicht allzu stark. Das sollte doch möglich sein, oder? Das war ein Spezialschlag. Oh, nein! Jetzt aber. Hatten sie einiges gekostet an Lebenspunkten, etwa die Hälfte? 10 Erfahrungspunkte, das hält sich ja echt in Grenzen. Ich meine, haben wir einmal einen von diesen Spezialschlägen anwenden können. Bisschen Fleisch essen. Und mal schauen, ob bei uns die Heilpflanzen mit ein bisschen Glück, vielleicht werden die uns hier angezeigt hier. Ach, wir sind bei den erledigten Missionen. Das sind die noch offenen. Das ist es hier, Erntezeit. Ah, super, sehr praktisch. Dann holen wir die erstmal hinter der Brücke. Das Fleisch zu uns nehmen. Und lieber nochmal.
Ist das ein Brückenhaus? Hier irgendwo. Oder links. Ein Tierchen. Die bringen echt nicht viele Erfahrungspunkte eben. Da ist sie, die erste. Jetzt fehlen noch 5. Oben auf der Minimap werden sie angezeigt. Ich gehe mal auf die andere Seite rüber. Nehme vorher noch eine Halbpflanze mit. Zwischendurch ein wenig Körperhygiene. Ich wasche mich. Jetzt müssen wir gut Ausschau halten. Wir erleben, glaube ich, ein paar heikle Monster. Arbeiten wir uns von hinten nach vorne vor und holen erstmal die, die am weitesten entfernt ist. Wir brauchen ja ohnehin alle und können dann nach vorne zum Eingang zurücklaufen. Da vorne ist eine. Seht ihr? Leuchtet grün. Grellgrün. Die Hälfte haben wir. Vielleicht sieht uns ja kein Monster, solange wir hier am Ufer bleiben. Es sei denn, es ist selber am Ufer. Da hinten war doch was, ne? Was war das denn für ein Tierchen? Ja, in der Tat. Oh, oh, der ist aber stark. Nein! Das war heftig. Der muss ja bärenstark sein. Wow. Schock. Das war aber echt heftig. Wo sind wir? Ganz am Anfang? Ach, wir müssen nochmal den Weg laufen. Das ist heftig. Falls ihr selber jetzt schon oder in Kürze Elec spielt, dann werdet ihr selber auch mitbekommen, dass es gerade in der Anfangszeit unglaublich schnell möglich ist, sein Leben zu verlieren, weil halt viele ganz Bestien, die man später ganz harmlos findet, am Anfang übermächtig stark sind. Das ist also nicht unehrenhaft. Das sage ich nicht nur, um mich zu verteidigen, sondern auch, um euch Mut zu machen. Komm, ist da oben hoch? Nein. Wo ist er denn? Neuer Versuch? Klappt auch nicht. Das war so ein ganz heftiger Schlag. Oh, da haben uns ja ausnahmsweise mal etwas besser geschlagen. Aber wieder jede Menge Lebenspunkte, futsch. Da hilft nur ein Heiltrank. Etwas Fleisch. Noch etwas Fleisch. Vielleicht sollten wir uns aber die Heiltränke aufbewahren für Gelegenheiten, wo wirklich in kürzester Zeit ganz, ganz viel brauchen an Lebenspunkten. Insofern schaue ich mal, ob wir uns nicht vielleicht von den anderen Nahrungsgeschichten, falls wir da welche haben,
die sehr viel bringen, welche auf einen Shortcut drauflegen können. Warum nicht Setzerbrot zum Beispiel? Dann lege ich mir das mal auf. Äpfel haben wir mittlerweile auch schon etliche. Wasserflaschen. Trockenfleisch. Selbst das hilft uns. Ich hoffe, wir laufen nicht ein zweites Mal in unser Verderben hier. Also, wir müssen ja nicht genau auf dieselbe Weise wieder in das Monster reinlaufen. Erstmal, vielleicht schleichen wir erstmal. Bis zum höchsten Punkt. Und halten Ausschau. Übrigens, ja, das sind diese Riesenmonster. Wow. Hinten muss die nächste Pflanze sein. Was ist denn das da? Ein Heiltrank. Ein Lager. Jede Menge Zeugs. Geldbündel, großer Heiltrank, Elektroschrott. Metallschrott. Und Skelettknochen. Hier war ein Abenteurer vor uns da und ihm ist es übel ergangen. Dann nehmen wir noch davon die Pflanze mit. Verstecken uns hinter dem Baum. Da links ist noch eine Pflanze. Mist, ich sehe nichts. Da hinten, das ist glaube ich das Monster, das uns umgebracht hat. Wohin kriecht das denn da? Raus? Ins Wasser? Ja, da hinten. Also ein gutes Stück weg. Da sollte man doch eigentlich ganz, ganz fix uns die Pflanze holen können. So, jetzt haben wir... Die haben wir jetzt, okay. Nähern uns auf der Minimap, seht ihr erst den nächsten. Ah, wir sind noch nicht weit genug weg. Das ist echt eine gefährliche Gegend. Schaut mal, das Monster. Oh, das kommt auf uns zu. Nein, 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 nein. Schnell weg. Wie können wir uns dem denn nähern? Vielleicht doch von der anderen Seite? Die Wurzeln sind ja immer am Ufer lang, also müssen wir eigentlich nur, in Anführungszeichen nur, am Ufer bleiben. Mit ein bisschen Glück sieht man uns da nicht.
Wir sehen aber auch nicht... Ah, da hinten ist das Monster. Dann schwimmen wir um das herum. In der Hoffnung, dass es keine Wassertiere gibt. Ah, da hinten ist wieder so eins. Das sind die beiden. Können wir eigentlich von hier aus fliegen? Ja, in der Tat. Sind das gleich zwei von denen? Wir bewegen uns auch eher weg von den Heilwurzeln. Ich kann nicht auf die Minimap gucken. Das führt zu nichts. Nähern wir uns. Da unten ist sie. Seht ihr sie? Schimmert grün. Nicht so viel Krach machen. Wieder weg von uns. Eine haben wir. Mann. Und die nächste? Holen wir uns erstmal die, die am leichtesten mutmaßlich ist. Wenn die beiden uns vielleicht begleiten könnten. Wo ist die denn? Die leichteste. Ach, die muss ja direkt unter der Brücke sein. Ach, witzig. Okay. Zwei fehlen noch. Die eine muss... direkt an dem Brunnen sein. Oder im Brunnen. Da ist die. Die zweite. Die letzte. Hört ihr? Das Monster ist direkt oberhalb von uns. Er steht direkt neben der Heilwurzel. Wie soll ich denn da hinkommen? Laufen, fliegen? Obwohl, der kann ja auch fliegen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Keine Ahnung. Was für eine tödliche Gefahr. Wie soll man die achte Wurzel nur bekommen? Keine Ahnung.